Es ist ein gigantisches Projekt und wir wollen dahin, wo noch niemand vorher gewesen ist. Und es braucht enorme Investitionen in Innovation, in neue Technologien. Das meinte ich mit diesem Bild. Wir haben bei dem Europäischen Rat den 28 Mitgliedstaaten, 25 an Bord und in der Tat 3 zögern noch. Sie spüren, dass sich was ändern muss, aber es geht jetzt darum, auch sie zu überzeugen, dass sie genügend Unterstützung haben, diese gewaltige Veränderung von den kohleabhängigen Regionen rein in saubere Technologien und in Zukunftstechnologien das tatsächlich auch zu stemmen. Also das sind 2 Dinge, die da wichtig sind. Das erste ist, wir wissen alle, dass wir dringend etwas tun müssen, um die globale Erwärmung zu stoppen. Denn es geht um unseren Planeten. Und das heißt, wir müssen in Forschung, in neue Energieformen investieren. Und interessant war das letzte Woche, die 44 allergrößten Anleger, die wir in Europa haben, die über 6 Billionen verfügen, uns die EU-Kommission aufgefordert haben, so schnell wie irgend möglich ein Klimagesetz vorzulegen, damit sie Verlässlichkeit haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Investoren genau wissen, worein sie investieren. Das sind dann die Technologien, die die Zukunft bestimmen werden. Und das Zweite, was in diesem Zusammenhang ganz entscheidend ist, wir sind im Augenblick diejenigen, die Weltmarktführer sind auf diesem Gebiet. Und das wollen wir bleiben. Denn der Rest der Welt wird folgen. China hat schon verstanden, dass es sein Verhalten ändern muss. Ich möchte, dass wir so nach vorne schreiten mit den Investitionen und Innovationen unserer starken Wirtschaft, die diejenigen sind, die exportieren das Wissen und die Technologie. Na, China würde ich nicht unterschätzen. China fängt jetzt an, den Zertifikatehandel einzuführen. Was heißt das? Die haben verstanden, dass es mit CO2, die man in die Atmosphäre
Fähre stößt, nicht mehr so weitergehen kann, also ein Preis auf CO2, den Zertifikatehandel, den wir schon haben. Sie kommen jetzt zu uns, die Chinesen, und wollen von uns lernen, wie man es richtig macht, welche Fehler sie vermeiden wollen. Das ist gut. Das geht in die richtige Richtung. Und wir sind gar nicht diejenigen, die überzeugen müssen. Ich glaube, wenn man beobachtet, wie die extremen Wetterphänomene zunehmen, wenn man die Überschwemmungen sieht, wenn man die Dürren sieht, wenn man sieht, wie die Wüsten fortschreiten, früher oder später wird jedes Land mit in die Richtung einschwenken müssen, dass wir wieder einen gesunden, einen sauberen Planeten haben. Ich möchte, dass dann Europa vorankommt. In der Tat, ich habe sehr deutlich gesagt, wenn wir zum Beispiel hier CO2-freien Stahl produzieren, wir sind kurz davor, das zu können, dann kann es nicht sein, dass schmutziger, billiger Stahl von außen unseren Markt schwemmt. Dann müsste man an der Grenze, wie wir das nennen, Carbon Border Tax einführen. Es gibt aber eben auch einen zweiten Punkt. Wenn zum Beispiel China, wenn ich das Beispiel wieder nehme, bereit ist, selber auch einen CO2-Preis anzusetzen und wir haben einen gemeinsamen Mindestpreis dafür, dann hat man wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen und dann soll die Qualität sich durchsetzen. Also Sie sehen, es muss nicht unbedingt an den sozusagen Schutzzöllen liegen, sondern es kann eben auch sein, dass wir gemeinsam sehen, was können wir tun, um das Klima zu schützen und gleichzeitig Innovation wettbewerbsfähig zu haben. Ja, das ist richtig. Die große Mehrheit unterstützt aus tiefstem Herzen den Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel, weil sie alle natürlich auch merken, dass sich etwas zum Schlechteren verändert hat. Und wir wollen gegensteuern, wir wollen eine saubere Zukunft haben. Aber ja, das ist eine Aufgabe, auch diejenigen, die noch nicht überzeugt sind, davon zu überzeugen und mitzunehmen. Das ist nicht etwas, was über Nacht geschieht, sondern wir müssen beharrlich auch zeigen, dass es möglich ist, die Veränderung zu einem besseren, umweltfreundlichen Verhalten zu haben.
und trotzdem für die Menschen eben auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, sie neu auszubilden, neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft auch zu machen, die der Landwirtschaft eine Existenzgrundlage geben. Das ist gewaltig Arbeit, die wir vor uns haben. Dankeschön.